Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von akustikgitarrelernen.de und Mats Gitarrenkurse. Und heute wollen wir uns mal einen C6-9 Akkord anschauen. Beziehungsweise, was bedeutet überhaupt 6-9 Akkord? Ja, in diesem Bossa Groove habe ich eben als zweiten Akkord einen C6-9 gespielt. Ja. 6-9 bedeutet eben in dem Fall, ich habe einen Dur-Dreiklang, also C-Dur. Grundton ist natürlich das C. Große Terz für Dur wäre dann eben 4 Halbtonschritte nach oben, wäre dann, oder 2 Ganztonschritte, C nach D wäre ein Ganztonschritt, D nach E. Wäre dann also das E, ja, 4 Halbtonschritte nach oben von C. Dann gehen wir 3 Halbtonschritte weiter zur Quinte, wäre dann E, F, Fis, G, also C, E, G. Von G aus gehen wir noch einen Ton weiter, dann sind wir beim A, das wäre die sechste, ja, also die 6 eben in dem 6-9 Akkord. Und dann gehen wir eben weiter, beziehungsweise ich würde dann das anders machen, ich würde dann sagen, okay, wir gehen wieder vom Grundton aus. Die None, in dem Fall die große None, ist ein Ganztonschritt vom Grundton entfernt, also 2 Halbtonschritte, das wäre dann das D. Also haben wir als Töne C, große Terz, E, kleine Terz weiter zur Quinte, das wäre das G, Ganztonschritt weiter, das wäre dann die sechste, das A, und vom Grundton aus zur None wäre das D. Ja? Jetzt habe ich den Akkord ein bisschen reduziert, weil ich spiele nur 4 Töne statt 5. Ich lasse die Quinte raus. Das kann man mal machen. In der sogenannten Obertonreihe kommt nach dem Grundton bzw. der Oktave als nächstes die Quinte. Das heißt, die haben einen sehr hohen Verschmelzungsgrad und das fällt deshalb nicht besonders auf, wenn man die Quinte weglässt. Ja? Das wird bei Jazz-Akkorden oder bei komplexeren Akkorden häufig gemacht, dass man einfach dann die Quinte rauslässt aus dem Akkord. Das heißt, ich habe jetzt hier dritter Bund A-Seite des C, zweiter Bund D-Seite des E, die Terz, dann die sechste im zweiten Bund auf der G-Seite das A und eben das D im dritten Bund auf der B-Seite. Das wäre ein C6-9. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, ich habe doch da irgendwas von einem 7-13er Akkord mal gehört und da ist die 6. ja auch mit dabei. Warum heißt das jetzt einmal 13 und einmal 6? Das hat einfach damit zu tun, dass das eine ein 7er Akkord ist, ja, der Spannung hat. Da hat man so das Gefühl, der muss irgendwo hin. Und wenn dann die 6. dazukommt, sagt man dazu, das ist die 13, weil es einfach dann zusätzlicher Spannungston ist, während dieser Akkord hier, der hat keine Spannung, sondern der ist eher statisch, also der muss jetzt nicht unweigerlich irgendwo hinführen, der kann hier irgendwo hinführen, aber der kann auch für sich stehen. Und wenn dem so ist, sozusagen, dann wird die 6. auch als 6. bezeichnet und nicht als 13. So könnte man es in etwa sagen. Es gibt zwar viele, die dann unter Umständen eben jetzt sagen, ja, ich kann aber auch beim G7 dann 6 dazu sagen und beim C6-9 könnte ich auch 13 sagen. Ich persönlich mache das aber eben immer so, bei einem Dur-Akkord ohne die 7 sage ich immer 6 und bei einem Dur-Akkord mit der 7 sage ich immer 13. Ja, also das wäre der Aufbau eines 6-9 Akkordes, Grundton, Terz, Quinte, die durchaus auch fehlen kann, eben die 6. und die None. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du mal auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird sich in der nächsten Zeit noch einiges tun. Und ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem 6-9 Akkord, mit der Gitarre überhaupt. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!